Dann wird es jetzt nachher dann interessant, die Sachen auszutauschen. Wo ist eigentlich mein Bech? Da. In der Stadt wird ja jetzt schön ruhig sein. Oh, guckt euch mal an, immer die Laternen, wenn die nachts leuchten. Ich sehe das ja nachts öfter, wenn ich hier arbeite. Also ich arbeite immer bis 2. Und dann haben wir doch das eine oder andere Gericht, was uns voranbringt. Da so ein bisschen was ist ja, sie steht immer noch und wartet auf die Festomanten, ne? Ah ja. Hier sollte ja jetzt Gott sei Dank auch nichts drinne los sein. Das heißt, wir öffnen die Menükarte und nehmen Stück für Stück die ganzen Sachen raus. Hier war zum Beispiel die Tiefseekrabbe. Das wäre dieses Gericht. Weißt du was, wir machen das mal so. Ich lege das mal hier unten hin, damit ich hier nicht durcheinander gerate mit den Gerichten, die wir jetzt gekocht haben. So. Dann fangen wir oben an. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie morgen die Bewertung aussieht. Für das letzte musst du Level 60 sein. Ja, habe ich mir schon gedacht. Für das letzte Gericht muss ich wahrscheinlich Level 60 sein. Aber ich glaube, ich hoffe, dass es auch so ausreicht. Und dann heißt es jetzt ab nach Hause und schlummern gehen und abwarten, was da kommt. Wie gesagt, Level 60 ist ja sowieso Höchstlevel. Davon sind wir nicht mehr so weit entfernt. Vier Level, die schaffen wir ja auch locker. Wenn man sich aber die Wiki anguckt, dann sieht man zwar, was die Gegner machen. Aber es ist kein Rezept geschrieben, also zumindest weiß ich nicht, dass da ein Rezept geschrieben ist, wo drin steht, was man am besten gegen die Festomanten benutzt und so weiter und so fort. Also so weit geht's dann tatsächlich nicht. Ich habe nur die Rezepte gefunden für das Restaurant. Aber weil mein Englisch auch nicht so gut ist, hatte ich da jetzt auch nicht großartig Lust, noch mich weiter durchzuforsten. So. Wenn die Bewertungen besser werden, dann werden die Gäste vermuten, dass Sis entführt wurde und ein anderer für ihn kocht. Ja, das kann durchaus möglich sein. Jetzt bin ich ja mal gespannt auf die Bewertung, die wird ja gleich kommen. Aber ich werde trotzdem noch mal schnell zum Briefkasten rennen und mir das Ganze anschauen, weil ich will natürlich wissen, wie komplett die Bewertungen aussehen. Der lässt sich Zeit, ne? Heute lässt er sich mit der Bewertung des Restaurants echt Zeit, ne? Vielleicht schlägt sie auch für heute noch gar nicht an. Das kann ja durchaus sein. Okay, Leute. Wir haben einen Gesamtruf von 28, von 82. 28 Punkte mehr. Das hätte ich, und das gebe ich euch, gebe ich Brief und Siegel, nie im Leben nicht hinbekommen. Da könnt ihr sicher sein. Also, Vinelli hat. Biglobus Gerichte sind immer beliebt. Das Restaurant ist der Hammer. 10 von 10. Mir gefällt die Dekoration echt süß. Die Professoren sagen, das ist das beste Restaurant der Stadt. Es gibt einige Leidenschaftsgerichte, ausgezeichnete Speisen, 5 Sterne. Wir sind uns einig, dass die Dekoration fantastisch ist. Unsere Weltwunder GmbH, die waren ja mit dem Gurkenkalmar nicht so zufrieden. Das Restaurant ist göttlich. Die Kinder lieben Gurkenkalmar. Das Essen gibt neue Kraft. Die Dekoration ist ziemlich niedlich. Skrabber ist zufrieden. Ich freue mich immer über Surimi. Ganz exklusive Speisen. Diesen Stil hier muss man einfach lieben. Ja, der gefreite Speck, der war ja sowieso schon immer zufrieden gewesen. Aber er sagt, er möchte nirgendwo anders futtern gehen.
Sie haben raffinierte Gerichte. In diesem Restaurant verbringe ich meine Freizeit gerne. Die Dekoration ist eine nette Abwechslung zu meinem normalen Arbeitsplatz. Und auch die Infinigen sind zufrieden. Ein großer Schritt nach vorne. Jalla freut sich, dass Einhornspeck auf der Speisekarte steht. Eines dieser Restaurants, für die es sich lohnt zu kämpfen. Unserem Arkanologen gefällt die Dekoration sehr. Das Mystic Imperium ist begeistert, knisternd. Also das Mystic Emporium ist ja eigentlich nur die Hexe. Ich weiß gar nicht, habe schon wieder ihren Namen vergessen. Zum Glück gibt es Einhornspeck. Eine spirituelle Erfahrung. Zest hat einen besseren Geschmack bei der Dekoration, als ich dachte. Und imperiale Restposten sagen, da vergesse ich doch glatt den Fall des Imperiums. Wir lieben die exotischen Speisen wie paniertes Spinnenbein. Hier stoßen wir gerne auf den guten alten Kaiser an. Sehr edel. Nieves ist auch zufrieden. Gott sei Dank servieren sie exklusive Sachen wie Hypnofisch. In diesem Restaurant geht die Party ab. Hedonistische Dekoration. Die Fischer sind auch zufrieden. Es ist genau die richtige Menge Energie in den Gerichten. Das Essen ist fabelhaft. Die Dekoration ist hell und freundlich. Und auch unser Leuchtturmwärter scheint jetzt zufrieden zu sein. Scheinbar erstrahlt der Bezirk in seinem alten Glanz. Es ist genau die richtige Menge Energie in den Gerichten. Das Essen schmeckt wie in guten alten Zeiten. Diese Dekoration ist ein Hingucker. Jawohl. Ja. Wer ist jetzt hier nicht so zufrieden? Ah, die Raffinesse. Es fehlt ein Gericht mit Raffinesse. Ach nee, sind zu raffiniert. Sind zu raffiniert. Denn ich habe im letzten Gericht zu viel Raffinesse drin. Das ist das Problem. Also die Mafia sagt, die La Cosa Nostra Mafia sagt, wir schätzen, dass es Gerichte mit Tiefseekrabbe gibt, schmeckt wie bei Muttern edle und geschmackvolle Innenausstattung. Die Stadtwache muss Prügel bekommen, sagt Lavisinchen. Ah, die Gerichte sind zu raffiniert. Dem Hauptmann ging es gestern Abend schlecht. Die Dekoration ist so schmuckvoll, wie dass wir zusätzliche Wachen einstellen müssen. Ja, heftig, ganz ehrlich. Und heftig steht für freudig. Nur um da andere Sachen auszuklammern. Der Temperus-Priester, Sie haben Gerichte mit genug Leidenschaft, Gerichte, die auf der Flamme von Temperus gekocht werden. Diese Dekoration ist göttlich. Ich werde in 3 Tagen zurückkommen, sagt Jesus. Spezialteig schmeckt richtig gut. Ich habe mit meinem Vater hier gegessen und es hat geschmeckt. Die Dekoration ist nach meinem Geschmack. Also, die einzigen, die zu murren und zu. Ja, ich weiß, glaube ich, sind hier. Also, die einzigen, die wirklich unzufrieden mit uns sind, ist die Stadtwache. Aber das liegt daran, dass ich das letzte Rezept nicht mit Level 60 gemacht habe und dass dadurch die Raffinesse nicht runtergegangen ist. Und ihr könnt es glauben oder nicht, ich werde mir diese Speisen alle, wie sie hier sind, selbst einverleiben. Vor allen Dingen die hochpreisigen. Das hier könnten wir, ja, müssen wir gucken. Also ich werde diese Gerichte tatsächlich alle für mich lassen. Der Guru hat geschrieben, jetzt Party machen. Ich kann dir verraten, dass wir jetzt noch keine Party machen können. Man kann einmal in der Woche Party machen und ich habe tatsächlich Party gemacht, zwischen den Streams. Da wird jetzt noch keine Party möglich sein. Oh, jetzt sind auch noch die Tomaten alle. Na, so ein Pech. Gleich mal gucken, ob wir noch mal. Ach, Karotten auch. Ein Traum. Gut. Warte, die nehmen wir noch mit. Das heißt, wir müssen gleich noch Karotten und Tomaten anpflanzen. Ja, so kann es sein. Also, wie gesagt, diese Rezepte sind nicht von mir ausgedacht. Und sind auch nicht aus meinem Kopf entstiegen, sondern von der Epic Chef Wikipedia. Warte mal, oh, 6 haben wir dort, eine 6. 1, 2,
4, 5. Es fehlt eine Tomate. 5, 6. Sechs Karotten müssen wir noch mal 5 Stück holen. So. Dann gehen wir gleich noch mal pflanzen, nicht wahr, nicht wahr? Also Party werden wir nicht machen können, Guru, aber ich tendiere tatsächlich dazu, in die Stadt zu fahren, also die nächsten Tage, um wirklich auch das Level hoch zu leveln. So, das sind jetzt 6. Karotten. Wir brauchen natürlich doppelte Menge. Haben wir hier nochmal Dragoa? Die können wir hier reintun. Die Soße schmeiße ich hier noch schnell mit rein. Ist jetzt auch A-Wurscht. So, dann brauchen wir die. Und die. Zack. Wie gut, dass ich das sowas schon mal ein bisschen vorbereite. Das ist wirklich den Ballen, die Baden, Chillen, Golfen. Genau, oder wir gehen surfen und so weiter. Das werden wir machen müssen. So, fangen wir mal an mit den Tomaten. Die pflanzen wir jetzt hier hin, wo die Karotten waren. Ist ja auch wurscht, ne? Diese Punkteverteilung verstehe ich aber auch manchmal nicht. So, dann haben wir noch Karotte. Zack. Jetzt brauchen wir nicht mehr so genau gucken. Dann werden wir noch ein bisschen Kuhfutter wiederherstellen. Vielleicht nochmal ein neues Gomera. Weiß ich noch nicht. Also ob ich noch ein neues... Ich werde wohl noch ein neues Gomera machen. Einfach weil wir es haben. Und um Geld, wie ihr seht, müssen wir uns auch nicht wirklich Sorgen machen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Wir haben 71.000. Ich weiß nicht, was wir damit noch anfangen können, sollten, möchten. Aber da müssen wir jetzt auch nicht großartig für sorgen. Von daher schaffen wir schon. Wir gehen jetzt einmal baden. Das ist eine gute Idee. Dann ist der Abend gleich wieder da. Dann können wir auch noch mal nach Futter für die Tiere schauen. Wie gesagt, hier Party machen. Eine Party pro Woche reicht. Das wusste ich, dass das jetzt tatsächlich nicht geht. Aber können wir das nicht irgendwie nach vorne machen? Naja. Zack. Hier einmal sitzen. Aber es ist natürlich wirklich auch dieses Zusammenschieten der Sachen. Wir müssen mal ein bisschen gucken, dass wir Einhornspeck und so weiter loskriegen. Aber verschimmelt das Gemüse, Fleisch und unten nicht in der... Ja! Es wird verschimmeln. Zumindest bei Subsistence. Da wird es sich in Luft auslösen. So, dann haben wir das für heute mal einmal abgefrühstückt. Gehen wir noch ein bisschen Kuhfutter machen. So. Hier noch? Was haben wir hier noch drin? Oh. Okay. Oh, wir müssen Einhornleckerei wegmachen. Namen Zest, hallo Chat. Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Mike. Da brauchen wir noch 5 Stück. Ich glaube, Einhornleckerei war immer für den Leuchtturm, ne? Einhornleckerei war ja immer für den Leuchtturm gewesen. Das mache ich tatsächlich immer in weiser Voraussicht, dass wir uns den Drachen rufen können.
Das reicht natürlich noch nicht. Da fehlen noch drei, aber das geht, das geht. Guck mal, Tomaten schon wieder gewachsen. Gerade erst gepflanzt, schon wieder gewachsen. Können wir gleich wieder mitnehmen. Rucki zucki können wir das gleich wieder mitnehmen. Und jetzt machen sich natürlich diese großen Felder auch bemerkbar. Echt weniger Arbeit. Sieht er nicht süß aus, wenn er so läuft? Oh, ich habe einen Reis mit abge... Oh, ich habe Reis mit abgeerntet. Nein! Oh. Tja, ihr wisst, was jetzt passiert, ne? Wir müssen Reis ernten. Wenn ich einen Reis mit abgeerntet habe, müssen wir unbedingt Reis ernten. So, da kommen die restlichen drei rein. Weil sonst sind die Zahlen ungerade. Und mein Monk-Auge mag keine ungeraden Zahlen. Und das restliche Kuhfutter kriegen hier unsere Liebsten. Ah ja. Die können es auch gebrauchen, ne? So. Hätte ich. Morgen gehen wir ein bisschen in die Stadt surfen etc. pp. Und dann werden wir uns schön Gerichte einverleiben. Bin aber noch gespannt, was da noch für Gerichte noch freigeschaltet werden. Und dann können wir uns dann doch nochmal aufmachen in die Nyarianische Liga. Da kann noch nicht mal Reis drin. Milch hatten wir zwar drin, aber das, den Reis nicht. Auf ins Bett! Ja, wie gesagt, und das wird auch der Grund gewesen sein, warum das Duell mit den Festomanten nicht geklappt hat. 9, 19, 29, voll gerade Zahlen. Ja, ja. So. Jetzt werden wir durch diese Gerichte wahrscheinlich auch elends viel mehr Geld verdienen, was ich ja eigentlich gar nicht mehr benötige. Wir probieren mal. Schaffen wir eine Party? Eine Party pro Woche reicht. Okay. ...82 gesamter Ruf. Eigentlich müssten wir ja mit den Leuten im Dings... im Restaurant reden, ne? Eigentlich... Bei so einer hohen Punktzahl muss der wie heißt der, Valzoi, der muss doch richtig zufrieden sein mit uns. Bei 82 Punkte. So, Golf gespielt. Auf in die Stadt. Sie werden alle I schreien, wenn sie mich sehen. Außer wie Nelly. Die wird mit uns surfen gehen. Hi Speck, dich nehme ich später. Wenn ich wiederkomme. Tada! I. So. Ich, du wartest hier. Aber bei der Gelegenheit können wir gleich mal hier, ne? Zack. Seegras einkreisen. So, einmal ein bisschen surfen. Jawohl. Einmal ein bisschen schwimmen. Jawohl.
Haben wir noch Zeit zum Sonnen? Ja, haben wir auch noch, ne? Sonnen. Das war auf dem letzten Drücker mit dem Sonnen, ne? Das war wirklich, wie schnell die Zeit vorbeigeht. So. Na, Krabi Krabmann, dich brauche ich heute nicht. Krabben habe ich wirklich genug. Au, au, au. Vorsicht, Freund. Halt! Hier geblieben. So. Unsere Seegraskiste ist dezent leer. So. Wollen wir mal... Bin ich zu wichtig? Jetzt wollte ich durchs Fenster reingehen, ehrlich mal. Wozu macht man denn hier unten so eine schöne Tische und das alles hin, wenn die alle hier oben sitzen? Ach Gott. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier was erreichen? Wir sollten weiter daran arbeiten, unser Prestige zu verbessern. Ich hab 82 Prestige! Wie viel Prestige denn bitte? Das muss mir mal jetzt einer erklären, wie viel Prestige man da braucht. Das ist ein Witz, oder? So, auf dem Rückweg habe ich ja gesagt, holen wir uns nochmal die Punkte von Zest. Von Speck, nicht von Zest. Ein wenig plaudern. Auf nach Hause. Die Frage ist jetzt, wir haben schon Max Raffinesse. Leidenschaft mit 4. Sollten wir schon oder sollten wir noch warten? Aber ich glaube, das ist verschenkt, ne? Einfach ein Diner essen... Was halt nicht so viel Energie, wo die Energiepunkte nicht so verschenkt werden, ne? Was haben wir denn hier? Ach, das Gras noch. Da könnten wir doch hier zum Beispiel Geistoffel im Mantel und Perlenhäppchen in gruseliger Soße. Da sind die Energiepunkte nicht so verschenkt, aber... Leidenschaft und Raffinesse könnte man doch machen, oder? Wenn wir ja morgen schon wieder neu leveln, wäre das doch mal echt eine Maßnahme. Komm, essen. Oh, er lächelt. Er lächelt! Habt ihr das gesehen? Lächelst du immer noch? Zestern! Guckt ihn an! Der lächelt! Was ist denn mit ihm passiert? Krass!